Ey ho, du, der Grillschanke unterwegs. Deutsche Grillmeisterschaft 2019 Fulda. Naja gut, bis zur Unterkunft habe ich noch 271 Kilometer. Noch stehe ich im Hof. Wir haben es 18.12 Uhr. Es wird Zeit, dass ich loskomme. Hilft nix. Wir sehen uns dann, ja, wenn ich spätestens in der Unterkunft bin. Also, bis dann. So Leute, mittlerweile angekommen, schon eine ganze Weile, ein bisschen auf dem DGM-Gelände rummarschiert. Und Björni Boy hier, der hat ja heute Geburtstag, der ist gerade dabei. Salve und Glück auf! Und packt sein Geburtstagsgeschenk aus. Ja. Viel Vergnügen. Danke. Und sogar für ein Benjamin Blümchen Geburtstagstörtchen hat es gereicht. Das ist so die erste Schicht. Ich liebe euch. Wer euch als Freunde hat. Mach mal weiter. Feinde, ey. So ist es voll. Björn, hast du mittlerweile durchgekämpft? Ja, durch die fünfte Lage Toilettenpapier. Zahles Papier. So, was wird Björn aus dem Karton rausziehen? So, Björn hat sich jetzt durch zwei Tonnen Zeitungspapier. Wie viel? Vergiss nicht, Björn, vergiss nicht, hier nachher wieder aufzuräumen, gell? Dafür haben wir dich doch mit. Nein. Also Aufräumdienst ist da nicht dabei, das macht das Geburtstagskind. Leute, guck mal. Es steht quasi in einem ganzen Sack voll Heide Kreisler Anzeigen. Mit mir kann man doch machen. Das garantiert Spaten drehen. Tja. Die goldenen? Das ganz schön windig. Geht aus dem Weg. Wer weiß, was noch kommt. Man sieht Lukas auch, weil die kein Börner. Doch. Wie geil ist das denn? Ja. Dankeschön. Ja, damit du die Schraubzwingen mal wieder für das benutzen kannst, wo sie ja nicht so sind. Aber Schraubzwingen hat nicht jeder. Ja, aber vielleicht ist das auch in Ordnung. Ja. Herzlichen Dank! Bitteschön! Cool, danke! Danke! Vielen Dank! So, Kameras aus, jetzt wird jeder geknutscht, ob männlich oder weiblich, ist mir egal. Den Arm lang. So Leute, wir sind hier jetzt fertig zum Aufbruch. Blendet das Licht wieder rein, so sieht man mich, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, und ich würde sagen, wir latschen jetzt aufs Gelände. Gerrit darf da hinten noch die Tür zumachen und die anderen stehen schon abmarschbereit. Jawohl. Jo. Jawohl. Auf geht's. Irgendjemand hat sich da jetzt versteckt da hinten. Hallo? Svenja? Was? Svenja, nee. Hallo. Nein, da, ganz da im Eck. Ganz, ja, da im Eck. Da ist sie. Ja, okay Leute. Wir sehen uns dann spätestens am Gelände, weil während dem Fußmarsch muss ich jetzt nicht filmen. So Leute, das ganze Begrüßungsgelaber. Der alte Mann labert natürlich wieder am meisten, aber das seht ihr ja eh bei ihm am Video. Ich schaue natürlich dieses Mal ja, ein bisschen kürzer halt, ein bisschen drüber filmen etc. Ja. Wie lange bist du schon hier? So Leute, was hier jetzt so alles abgegangen ist, das seht ihr definitiv beim alten Mann im Video. Nennt sich auch Dirk oder Hainun Barbecue. Da wird es sehr lustig. Und ja, wir hocken hier jetzt am Ananas-Stammtisch bei Petro Max. Ja, und jetzt muss dann der Dirk mit dem Björn seinen bolivianischen Tee trinken. Und das filme ich jetzt doch noch ein bisschen mit. Und wie gesagt, alles andere seht ihr bei was weiß ich wie vielen Kanälen wieder. Ja, auf alle Fälle Grillkanal Barbecue mit Sascha, der hat mitgefilmt. Hey, ich grüße euch. Ob der Björn
Guck mal. Thorsten hier die Kamera eingeschalten hat, weiß ich nicht. Hat der echt nicht aufgenommen? Ich glaube nicht. Mein Gott. Das ist Björn. Ja, und? Naja, gut, okay. Warum? Was ist jetzt schon wieder passiert? Wird denn jetzt nochmal die Zeit hier? Also, sieht aber gut aus, kann ich brauchen. Und ich habe einen Tee. Schatz, aus Bolivien. Wenn ich jetzt noch den Namen wüsste. Hartmann hieß er, aber den Vornamen habe ich vergessen. Ja. Wie viel muss ich da reintun? Mach halt mal voll. Das sollte reichen. Mach mal voll. Mach mal voll. Auf, auch nicht so viel. So, jetzt reinlassen. Löffelchen. Wer bist du denn? Einzelne sagen das nicht. Wir nicht. Guck mal, ohne zu kleckern, der geht da nicht verschwinderisch mit um. So, also du kriegst das Wasser. Ja, danke. Schwiegermutter vom Björn. Da hast du dir vielleicht einen Schwiegersohn geangelt. Meine Güte. Ja, so, jetzt wollen wir mal gucken. Der Tee aus Bolivien ist bestimmt wesentlich besser als der Tee aus... Schmeckt mal gut. Jetzt guckt er alles so gut. Nein, lass ihn mal. Der schmeckt gut. Ja, guck mal her. Ein bisschen Panpfeifenmusik im Hintergrund, bitte. Ja, genau. Der ist richtig lecker. Ja? Ihr könnt euch gerne auch einen Tee nehmen, aber nur, wenn er eine Mütze anzieht. Wir haben Hüte. Hä? Wir haben Hüte. Ja, ich hab keinen gekriegt. Wir heißen ja nicht Dirk. Die Sophie hat gedacht, der Typ, der kriegt keinen. Hat sie auch recht gehabt. Der kann lieber wieder mit so einer verbrannten Glatze rumrennen wie beim letzten Mal. Ist sie noch. So, und bevor ich gar nichts auf der Cam drauf habe, gehe ich jetzt mal eine Runde mit der Cam und ja, filme einfach mal ein bisschen so die Stände ab, mal gucken, was es so gibt. Ja, das Übliche halt. Ach so. Sprecht die Jungs an, die werden euch bestimmt gerne was darüber erzählen. Dann haben wir Tobias Grill, hier auch einer der besten und bekanntesten Blogger Deutschlands, auch bei uns auf dem Stand. Und dementsprechend nutzt die Gelegenheit, hier sind sie alle zum Anfassen da. Kommt zu uns, sprecht mit uns, habt Spaß, genießt das Wetter. Dankeschön. Na, auch wieder am Start. Buongiorno. Willkommen bei McBriguette. Das ist ein Currysoße mit schwarzem Pfeffer und schon getrockneten Tomaten drin. Und dann ja schon mal einen drücken. Und haben wir, in das Mitte haben wir ein Mayo mit Knoblauch und Chili. Und hier ein Cocktailsoße mit Zwiebel und Bacon. Und da passt auch wieder die Gewürze dazu. Und das ist eine Barbecue-Soße, das ist die neue. Man sieht die Anzüge. Ja, das Wichtige ist, der Pizzateig oder der Teig generell muss dann gefreut sein. Muss man jetzt mal einen kleinen Anfang ausprobieren. Das Auenland. Ja, schon lang. Das kleine Hobbit. Das Auenland. Da müsstest du jetzt so stark stehen. Hobbit ja nicht weit. Aber jetzt drehen wir mal die Cam hier. Hallo. Weil er hat ja gesagt, er kommt in das Video auch mit rein. Das habe ich gesagt. Du bleibst aber nicht lang heute. Nee, ich bleib noch 2 Stunden. Das ist ein Weichei. Bei mir hat er sich auch so schnell verdrückt. Kannst mir ja helfen. Und irgendwie ist das Ding hier nicht ganz aufgegangen. Jetzt ist es ganz aufgegangen. Komisch. Nee, kannst du dann später rumkommen. Du musst das helfen, rumziehen. Nö. Na also. Schöne viele Bücher sind auch da, auch die, wo ihr bei mir noch sehen werdet. Eugen, alte Hütte, bei dir alles klar? Ja, klar. Machst du mir da jetzt einen leckeren Burger? Aber natürlich. Ach, das hört sich doch gut an. Willst du denn einen Burger? Oh ja, gerne. Eugen kennst du ja sicherlich noch bei dem Treffen letztes Jahr beim Philipp. Der kommt übrigens nachher auch noch hierher. Mhm. Der Mann mit dem guten Schaschlik. Da hinten gibt es auch guten Schaschlik. Auch russischen Schaschlik. Okay.
Genau, wir haben so ein bisschen verteilt. Klar, auf so ein Event kriegt man mit Sicherheit nicht einen kompletten, aber ja, wir haben doch ein schönes Eck gekriegt, oder? Sind wir zufrieden? Ja, schön. Ja. Da, probier du zuerst. Weil wenn es so umfällt, weiß ich, dass ich nicht esse. Okay? Kann was. Also dann kann ich. Ey, ist ganz schlecht. Nein, 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 nein. Nächster. Jo, schön mit Rucola und Eisbergsalat. Sehr gut. Sehr gut. Sehr lecker. Sehr gut. Sehr lecker, echt lecker. Ich hab Hunger. Doch, ist der halt Hunger. Ja, das ist so weit. Ja, 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 das ist so. Also, dieses Chicken Souvlaki werde ich nachher noch probieren. Und wenn das lecker ist, dann werde ich das nachbauen. Aber erst, wenn die Grillkota steht. Weil das ist dann was, was wir wunderbar in der Grillkota machen können. Mhm. Und mein Versprechen noch eingelöst. Plus Geburtstagsgeschenk? Ja, plus mein Geburtstagsgeschenk. Ja. Ganz genau. Erzähl uns doch mal, was da jetzt alles Schönes drauf ist. Das ist Chicken Souvlaki, also Hähnchen, Knoblauchmayonnaise. Dann haben wir Rotkohl eingelegt und dazu halt ein frisches Fladenbrot. Oh, sehr geil. Guten Appetit. Dankeschön. Das Ganze werde ich mir jetzt schmecken lassen. Sogar schön, richtig schöne kleine Plastikgabeln haben sie. Wunderbar. Aber jetzt ja, das ist schon. Aber ich glaube, wenn du da abends Krach machst, dann kriegst du alles rein. Ja. Aber wenn bei euch schon die halbe Kuh da ist, ist das ja. Mhm. Sind wir ganz kurz. Und sehr lecker. Ich habe das noch ein bisschen mit Tittenwachsflaschen. Ich esse jetzt erstmal in Ruhe. Ich muss sagen, das Chicken Souvlaki werde ich auf alle Fälle dann in der Kota machen. Auch wenn ich es jetzt habe, nicht ganz aufessen können. Seit wann isst du denn vegetarisch nur? Brot und Gemüse. Ey, und kein Leute, Fleisch mehr. Ja. Weißt du warum? Der Junkie mag nicht scharf. Und das hat leichte russische Schärfe. Aber er hat es mal einfach weggefressen. Ja, der Stalker darf das auch mal. Normalerweise macht der Junkie das bei mir ja immer. Dann darf ich das auch mal. Mhm. Ich weiß von nichts. Ich weiß von nichts, ist klar. Ich hatte die. Tschüss, bye bye. Ja, hi, moin, moin. Du auch hier? So sieht's aus. Alle Jahre wieder, wie du auch? Ja, alle Bekannten sieht man hier also diese Tandoor Grill Style ist ja anscheinend gerade der neue Style, aber ne. Man muss wirklich nicht alles komplett nachmachen. Die, wo wir schon haben, wünsche ich trotzdem damit viel Spaß. Und wenn jemand Videos damit macht, werde ich mir die mit Sicherheit auch angucken. Na Lars, läuft's? Hallo? Natürlich. Na, das freut mich zu hören. So, und jetzt schauen wir mal, ob es gleich lustig wird, weil die Anja hier hat noch was mit dem Dirk zu klären. Der quatscht schon wieder mit Sophie. Schauen wir mal. Ja, ja, so. Ich hab Angst. Hast du die Peitsche mit? Hannover. Ja, warte. Die Frau am Grill, in Hannover gehört, die hat mir Bügel angedroht. Aber Sinn und Zweck, die ganze hinterher, ne? Wie gehst du mit so einer Sache um? Das ist doch der Entscheid. Schellen. Ja. Schellen verteilen. Schellen verteilen, Quatsch. Du kannst mich nicht hauen. Ich bin alt. Dirk, ja, eben ja. Drum. Das ist für mich ein Anlass, dass es einfach mal schön geht. Ja, mach also jetzt mal. Mach die Kamera an. Ja. Warte. Jetzt darfst du. Einmal. Bam. Die wird mich nie schlagen. Nein, dafür mag die mich zu sehr. Wir haben uns eine kleine Scheibe grüßt und vorgestellt. Ja, genau.
hier halt mal. So, als Stativ. So, Halter ist der Jan Ziut. Komm her. Ja? Dirk. Das ist aber jetzt voll gelogen. Was denn? Das hier. Ja, das ist nicht gelogen. Doch. Was denn? Du stinkst. Ja, klar stink ich. Ja? Ich bin kurz vorm Verwesen, du blöd Mann. Micha? Jetzt erklär mir doch mal genau, was du da in der Hand hast. Das, was ich hier in der Hand habe, das ist das Feuerrohr. Das ist jetzt ein neues Produkt von Petromax, das kommt demnächst. Und zwar ist das kein Blasrohr, um da irgendwie was im Amazonas von den Bäumen zu jagen, sondern du gehst damit bei, kannst beim Feuer, wenn es nicht mal richtig brennt, gehst du bei. Und verteilt schön die Asche komplett auf der Terrasse. Ja, es geht nicht die Asche auf die Terrasse, sondern es geht einfach darum, wenn du das Feuer anblasen willst, was ja öfter mal passiert, du kannst natürlich deinen Rüssel daran halten und bei jedem Atemzug atmest du das Feuer mit ein. Das ist doch scheiße. Ja, und hier bist du 1 Meter von weg, kannst du beigehen. Machst dir ein paar physikalische Eigenschaften zunutze, indem du ganz easy da reinpustest und hast auf der anderen Seite einen schönen Effekt. Ganz einfach. Alles klar. Ja, und das ist ein Produkt, das ist jetzt hier der Prototyp. Mhm. Der wurde mir zur Verfügung gestellt, weil ich glaube, ich da immer drauf bestanden habe, dass Petromax sowas mal bauen muss. Und der kommt demnächst ganz normal in den Handel. Sehr geil. Also richtig geiles Teil und auch für schmales Geld. Ne? Okay. Ah, hier, das sind auch solche kleinen, hier guck mal, solche kleinen Goodies. Ne? Na, also das ist schön. Das ist schon, ja. Das kommt in Holz, das ist schon ein edles Stück. Ja. Edles Stück Michal, das macht Spaß. Alles klar, jetzt weiß ich, was das ist. Ja, bitte. Danke dir. So Leute, Sonntag früh, wir sind hier im Aufbruchstimmung. Frühstückstisch haben wir schon gedeckt. Und naja, jetzt schauen wir noch schnell mein Zimmer an. Ja, jetzt ist es ja wieder halbwegs aufgeräumt. Ja, also. In dieser Unterkunft eben hier die Eingangstüre. Dann haben wir hier Toilette, Dusche und ein etwas größeres Bett. Ja, also man hat es hier wirklich aushalten können. Sehr schön. Ich glaube, das war von Modern Art oder so, Apartment. Und wir haben hier eben 1, 2, 3, 4 Zimmer gehabt. Björn hat natürlich das kleinste gehabt, wie sich's gehört. Björn, komm mal her. Wieso hast du mich gerade so böse angeschaut? Warum gehört sich das so? Weil ich der Kleinste bin? Ja, da gibt es jetzt 2 kleinere Hobbits. Ja, auf alle Fälle, wir werden jetzt noch schön frühstücken und dann nachher dann gleich aufs Gelände gehen wieder. Ist der Fluff fürs Frühstück gedacht? Ja, der Fluff fürs Frühstück. Gut. Einmal Apfel und einmal Rosinen. Wo kam denn dieser tolle Fluff her? Der kam von der Rita Kruse, den hat sie uns mitgebracht und haben uns richtig drüber gefreut. Ja. Danke, Rita. Danke, Rita. Ja. Danke, Rita. Okay, Leute, danke, wir frühstücken Rita. Jetzt. Und nachdem Björn noch sein Auto rübergefahren hat und danach gehen wir dann zusammen rüber und dann wird noch ein bisschen gefilmt. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich werde heute nicht so lange brauchen, nicht so lange da bleiben, aus dem einfachen Grund, Leute. Sieht man mich wieder schlecht. Auf der Herfahrt hat es mir etwas mein Getriebe zerlegt. 5. Gang. Deswegen werde ich heute etwas früher nach Hause fahren. Ja, weil ich werde definitiv etwas länger brauchen mit der Heimfahrt. Hilft nichts. Okay. Bis nachher am Platz. So Leute, ganz knapp, ganz kurz vor 10. Und da läuft der Gerrit, hat auch schon wieder die Cam in der Hand. Andrea läuft hinter mir, Thorsten, Björn und Svenja laufen vor mir. Ja, und wir gehen jetzt aufs Gelände. Ja, da kommt schon der Nächste. So Leute, hier findet jetzt noch eine kleine Übergabe von 10 Blocker ein Ort statt, die Gewinnübergabe. Wer was wie genau, weiß ich gar nicht. Und später dann noch der Touch auf dem Tisch.
Ich werde dann nur noch kurz noch mal über ja, die ganzen... ja, die Sonne knallt schon wieder runter. Über die ganzen Teilnehmer, über... Na, sag schon. Wie heißt... Teilnehmer, wo grillen? Die ganzen Teams, jetzt habe ich. Über die ganzen Teams einmal kurz drüber filmen. Das passt dann heute für mich auch schon. Dann werde ich auch schon wieder langsam nach Hause fahren. Nehmen wir den Tisch jetzt dann gleich mit rein? Ja. Ja, ja, wunderbar. So. Micha, der Gewinner von der Tasse ist nicht. Was? Dann nehme ich sie wieder mit. Ja, jetzt machen wir eine Übergabe an die Gewinner von 10 Blogger, ein Ort. Nochmal vielen Dank an die Kollegen, die was gespendet haben. Danke, bin hier mal. Herzlichen Glückwunsch, tschüss. Dankeschön, Björn. Und als allererstes möchte ich das kleine Löwenherz mal vorholen. Das kleine Löwenherz hat die Glückwunsch-Gerre-Tasse mit Sticker gemacht. Mein herzlichen Glückwunsch, alles Gute und viel Spaß dabei. Als zweites habe ich die Steff 1984. Die hat das Dutch Oven Buchheft von Bernd von Smoking is Barbecue gewonnen. Dazu dann mein allerherzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank für die Teilnahme. Ja. Bitteschön. Dann haben wir noch diese beiden tollen Gewürze vom René, vom Beef Buddy. Und zwar einmal hat das die Rita gewonnen. Rita Kruse, herzlichen Glückwunsch. Danke. Viel Spaß dabei. Du hast es gesehen, wir haben es ausgiebig genutzt. Ja. Und ich kann nur sagen, besorge dir richtig schöne Scampis, Garnelen oder irgendwas dergleichen und mach das Beef Buddy Style. Gesehen habe ich es. Viel Spaß. Danke. Schick mal gerne mal ein paar Fotos. Mit. Ja, okay. Ja, und auch der liebe Heiko von Heiko Barbecue mit Heiko. Was? Kriegt dann auch nochmal ein Gewürz vom Beef Buddy. Und super. Do it Beef Buddy Style. Dankeschön. Das werde ich auf alle Fälle machen. Ja, vielen Dank. Das war jetzt die Übergabe. Gleich kommen wir noch zur Übergabe von dem Tisch. Gerrit. Ja. Das ist Familienbande. Ja. Ist da irgendwie Schiebung im Spiel? Nein, gewesen? Das ist reines Glück gewesen. Warum habe ich dann die Tasse von meinem Aschenbecher nicht gewonnen? Ja, es ist so. Wenn ich Schiebung gemacht hätte, hättest du sie vielleicht nicht gekriegt. Ich habe sie doch nicht gekriegt. Das ist ein Blödmann. Okay, als nächstes dann nachher die Übergabe vom Dutch auf den Tisch. Genau, das ist unser Hauptpreis. Genau. Gewesen. Ja, der Worf ist ja auch da. Ja, hey Leute. Hallo liebe Grill Junkie Fans. Kollegen sind schon sehr fleißig. Der Björn und der Bernd haben ein bisschen gesehen. B&B. Die bauen schon mal den Tisch auf. Ja, leider ist er bald weg aus meinen Händen. Aber es war ein geiles Event. Hat Spaß gemacht. Ganz genau. Ja, den habe ich mir zum Karton gelassen, damit der nicht wegkommt. Genau, das war der Plan. So wollte ich wegnehmen. So, während du dich jetzt verziehst gerade, ja, schneiden wir jetzt mal die Wurst hier auf. Leon schnappt sich mal das Messer und die Zange und dann könnt ihr mal probieren. Da vorne sind gleich Sticks. Nicht den armen Leon damit erstechen, sondern erst warten, bis das aufgeschnitten ist. Was sagst du dazu, dass der Klaus da nur am Quasseln ist mit seinen Fans? Ja, gönne ich ihn. Hat er sich ja auch erarbeitet. Aber scheint auch eine Menge Arbeit zu sein für ihn. Also er ist ja vom einen zum anderen ist schon anstrengend. Ja. Ja, Katastrophe. Ich gehe jetzt trotzdem mal hin, dass ich wenigstens auch mal ein Video noch drin habe. Genau, da kommst du wohl zwischen. Jo. Klaus, das ist ja eine Katastrophe mit dir. Du bist ja nur am Ratschen mit Leuten. Ja, Klatschtrante, oder? Ja. Also, jetzt habe ich ihn wenigstens auch einmal noch im Video drin. Wie eine Arsch wieder, Alter. Das ist der Bärenmaxen-Bau. Nein. Nein, mein Bauhelm bleibt. Aber ich bin Max oder wenig. Ich bin kein Mützentyp. Ja, so kennen wir dich. Was macht die Quote? So wie im letzten Video. Im letzten? Ich glaube, ich habe es nicht gesehen. Teil 13. Das letzte Mal gesehen habe, dass irgendwie alles abgerissen war. Ja, Hof abgraben, neu aufschottern und dann gibt es Fundament. Also ich persönlich gucke erst wieder, wann er anfängt aufzubauen. Das kann immer lange dauern.
Dann gucken den wir mal wieder. Ich denke mal, jetzt fängt dann müssen wir noch abreißen. Mein Wunsch an den Grill-Junkie, platziere eine Bombe beim nächsten Mal und mach das mit einem kurzen 20-Sekunden-Video, wie alles zusammenfällt und dann mit dem Bagger eh mal durch. Und dann baue ich, das finde ich persönlich noch geiler. Ich glaube, die Bauvideos werden viel, viel cooler. Ja, aber... Wenn es hochgeht, mehr wird besser. Ich habe ja noch teilweise die Mauer stehen lassen müssen. Ja, die eine Seite, ne? Habe ich gesehen. Die Rückseite und die Seite zur Nachbarin. Ah, die habe ich nicht gesehen. Ja. Naja, okay, jetzt haben wir ihn gesehen. Leute, ich drehe dann weiter meine Runde. Macht's gut. Rennen Nummer 2. Björn, bei dir auch alles klar? Ihr hört ja, Großkampf da rein, ne? Wir kennen uns nicht, jetzt kennen wir uns. Also, ich find's gut. Leute, jetzt habe ich noch einen Jonas erwischt. Die haben nämlich wieder was ganz was Neues. Und das zeigen wir euch jetzt. Ja, eine Kühlbox. Hi, grüße euch. Ist nicht eine Kühlbox, ist die Kühlbox. Nee, Spaß beiseite. Ist eine Ultra-Passiv-Kühlbox, wird es in zwei Größen geben. 50 Liter und 25 Liter. Ultra-Passiv heißt, da ist kein Strom drin oder kein Akku oder sowas. Sondern die Box zeichnet sich dadurch aus, dass sie halt eine extrem dicke Isolierung hat. Das Ganze funktioniert so, du kühlst die Box, wenn du los willst, vorher runter. Das heißt, du willst Freitag los, Donnerstagabend schmeißt du Kühlakkus rein, machst die Box zu, Freitag früh machst du auf, ist die Box schon mal ein bisschen in Ballung, ist schon mal runtergekühlt, dann packst du deine Lebensmittel, Getränke rein und füllst dein Eis oder deine Kühlpacks von oben zu. Wichtig ist, Crushed Eis ist schlechter als Würfel, Würfel sind schlechter als Stangen, Stangen sind schlechter als Blöcke, das heißt große Oberfläche. Wir haben einen Feldversuch gemacht, das heißt wir haben die Box runtergekühlt, haben sie mit Eiswürfeln gefüllt und haben sie bei 21 Grad Außentemperatur getestet. Eine Öffnung am Tag, Thermometer rein, Box wieder zu, gemessen. Nach 12 Tagen war die Box Finish. Also nach 12 Tagen waren die Eiswürfel weg. 12 Tage? 12 Tage, ja. Das ist eine gute Isolierung. Ist natürlich kein repräsentativer Test. Repräsentativ ist, du sagst normale Temperaturen wie jetzt, so 25 Grad, kühlst die Box runter, packst Lebensmittel rein, packst deine Getränke rein und kommst auf 5, 6, 7 Tage. Aber besser ist auf alle Fälle, nehme ich mal an, schon gekühlte Getränke reinzustellen. Aber hallo, ja. Es gibt ein paar Sachen zu beachten. Öffnungszeiten. Wie oft mache ich die auf? Das ist, wenn ich im Backofen was koche und ich mache den alle 2 Minuten auf und sage, ist ja immer noch nicht fertig, das funktioniert nicht. Sondern ich muss ein bisschen logisch rangehen. Das heißt, wie du gerade gesagt hast, ich nehme vorgekühlte Sachen, packe ich rein. Wenn ich zum Beispiel nachfülle und sage, ich fahre jetzt zur Tanke und hole mir Bier, dann nehme ich das kalte Bier und nicht eine warme Kiste Bier und haue die rein. Und Öffnungszeiten halt, wie gesagt. Ich mache die nicht alle 2 Minuten auf und sage noch jemand ein Bier, sondern ich sage so, wer möchte ein Bier? Du, aufmachen, 6 Bier raus, Box wieder zu. Das ist sozusagen die Quintessenz. Du musst halt gucken, dass du halt Öffnungszeiten reduzierst, dass du gekühlte Ware reinpackst und dass du sie halt auch nicht in die pralle Sonne stellst. Und dann kommst du halt auf Ergebnisse. Wenn du wirklich sagst, ich möchte auf meine 10 Tage kommen, nimmst du dir 2 Boxen. Eine füllst du für 6, 7 Tage, eine für 3 bis 4. Und die für 3 bis 4 machst du dicht. Da machst du ein Wepperli drauf, da machst du einen Grill-Junkie-Aufkleber drauf und sagst, wer die Box anfasst, ohne dass ich das sage, der kriegt richtig Ärger. Und dann wird die erste Box zuerst leer gefuttert und dann machst du die zweite auf. Und dann kommst du wirklich auf 10 Tage, kein Thema. Ja. Also ideal für unterwegs. Danke dir. Genau. Kommt ab Oktober. Ab Oktober? Ja, so Anfang, Mitte Oktober, ganz genau einschätzen können wir es noch nicht. Wir hatten mit dem Werkzeug, also müsst ihr euch vorstellen, das ist ein gewaltiges Werkzeug, die wird in einem Rotationsverfahren gemacht, das heißt, das Werkzeug ist auf einem 360-Grad-Rotationstisch, läuft das, und während das Werkzeug rotiert, wird das Material eingespritzt. Und das ist schon eine relativ komplizierte Technik, weil du musst in jede Ecke reinkommen, jede Lücke ausfüllen, und zum Ende muss das Ganze ausgeschäumt werden. Das heißt, da kommt eine Sonde rein und du musst jeden Bereich erreichen. Mhm. Und es war relativ viel Arbeit, das so zu bauen, dass es funktioniert. Das glaube ich. Ganz kurz, in die 50-Liter-Box kannst du 1,5 Liter Flasche stehend reintun. In die 25er kannst du 1 Liter PET-Flaschen stehend reintun. Das war uns wichtig. Es gibt so eine Boxen ja auch in den USA hinlänglich bekannt.
aber die sind halt so ausgelegt, dass du halt Dosen reinkriegst. Und Dosen sind in Deutschland ja nicht gerade so innen, sag ich mal. Genau. Alles klar. Danke dir. Ich hab zu danken. Der Gewinner ist da. Du hast sozusagen abgestaubt. Ja, genau. Stell dich mal vor. Hi, ich bin der Basti. Ich bin erstmal ein bisschen sprachlos über den Gewinn. Ich habe das bei YouTube ja auch erst quasi am nächsten Morgen mitgekriegt, weil ich dachte, ach, letzte Karte wird nicht gerade mein Name sein und dann ist er ja doch gefallen. Also, ja, Gänsehaut-Feeling. Na wunderbar. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Jetzt können Sie sich wieder nicht entscheiden, wie Sie ihn hinstellen. Willst du nicht mit rein oder willst du filmen? Ich film. Okay. Du sprichst aber auch was, oder, Micha? Legen wir los, wa? Dann filme ich halt so. Obwohl, Leute, ihn habe ich ja schon interviewt. Schaut euch das andere dann bei Bifed Meat oder beim Grillcoach Gerrit an. Überall. So Leute, ich werde jetzt noch mal kurz durchfilmen und dann werde ich mich auch so langsam auf die Socken machen wieder. Es ist gar nicht so schwer, man muss nur mal den Schritt dazu tun, sich so ein Ding zu haben. Und den nimmst du? Ja. Digga, alles klar? Alles spitzenmäßig. Hast dich erholt von gestern? Nein. Also, das Holz wäre optimal dann für die Grillkutter? Absolut. Also, passt wie Faust aufs Auge, würde ich sagen. Na wunderbar, dann nehme ich mal doch gleich mal welche mit hier. Ja. Lang so. Ja. Gut, die verlade ich jetzt gleich im Auto. Dann werde ich hier nochmal ohne Cam durchlaufen und dann bin ich auch weg. Wir sehen uns. So, Leute, ich habe jetzt mein Namwut im Auto verstaut. Nehme ich wirklich nur für die Grillkota. Ich muss jetzt ganz ehrlich noch dazu sagen, doch die ganze Baugeschichte die letzte Zeit, dann noch die Geschichte jetzt mit dem Getriebe. Ich habe nicht, wie soll ich sagen, den Enthusiasmus, ach ihr wisst was ich meine, und einfach die Laune, so wie die letzten Jahre, aber das wird sich mit Sicherheit das nächste Jahr auf der DGM wieder ändern, wenn ich dann ja hoffentlich dann etwas erholter hierher fahre. Es war einfach wirklich viel die letzten Wochen. Naja, die Teams habe ich auch nicht mehr alle durchgefilmt, ich kann einfach nicht mehr. Naja, wie gesagt, aber es gibt ja noch viele andere Videos. Schaut sie einfach durch. DGM 2019 wird mit Sicherheit bei jedem Video dabei stehen. YouTube-Suche, dann werdet ihr die finden. Tja,
In diesem Sinne melde ich mich, wenn ich hoffentlich an einem Stück da oben angekommen bin. Leute, bis nachher. Ja Leute, ich bin wieder zu Hause. Gott sei Dank, ich habe es geschafft. Mein Auto leider nicht so ganz. Getriebe im Arsch. Scheibe im Arsch. Riesenriss hier drin. Naja, was soll's. Muss man halt wieder machen. Fazit zum Wochenende. Obwohl ich nie so gut drauf war, war es trotzdem ein geiles Wochenende. Nochmal danke an meine Unterkunftskameraden. Ja, Gerrit, Svenja, Thorsten, Andrea und Björn heißt der eine, glaube ich. Die auch genau. War ein super Wochenende mit euch, hat mir sehr gut gefallen. Nächstes Jahr wieder. Gut, allen anderen auch vielen Dank. Das Übliche. Ich werde jetzt erst einmal reingucken, schauen, dass ich irgendwas zum Essen kriege und dann gemütlich mein Auto ausladen. Und dann gucke ich mal, ob ich gleich ein Polo mache oder nee, ich muss erstmal aufräumen da drin. Ja, und dann eben irgendwann das Video bearbeiten. Aber das sehen wir ja dann. Okay Leute, wir sehen uns. Ciao. Spätestens, wenn es da weitergeht.